Ja, ihr Lieben, wir grüßen euch alle ganz, ganz herzlich hier bei uns im Radio Lotusblüte, natürlich jetzt im TV. Und wir haben wieder einen Gast hier zu uns eingeladen, den ich jetzt erstmal ganz, ganz herzlich begrüße. Reinhard Stengel, Schamane, Rainbow Man, will ich mal so sagen, hast heute den Weg wieder zu uns gefunden. Und es macht immer sehr viel Freude, mit dir im Gespräch zu sein. Ja, ich freue mich natürlich wieder hier zu sein und habe mich sehr über die Einladung gefreut. Da ich jetzt gerade wieder auf der Tour bin, hier in der Nähe von Bonn, Gelsenkirchen, war es für mich natürlich wie ein Heimspiel, hier schnell bei euch vorbeizuschauen. Und ich bedanke mich für die Einladung und ich freue mich, dass ich euch so ein bisschen von mir berichten darf und euch über meine neuen Aktivitäten und über meine ganzen Ziele für die nähere Zukunft ein bisschen was erzählen darf. Reinhard, du gibst ja nun sehr, sehr viele Vorträge, sehr viele Seminare, Ausbildungen. Und ich weiß, dass du diesen schamanischen Weg ja nicht ohne Grund damals beschritten bist. Da haben wir schon mal eine Sendung zu gemacht. Vielleicht gehst du noch mal ganz kurz für die neuen Zuschauer und Zuhörer darauf ein. Was hat dich denn zu dem schamanischen Weg geführt? Ja, zu meiner Geschichte selber ist natürlich so, ich bin 1950 in Wien, Österreich geboren, bin dann mit meinen Eltern 1962 nach Deutschland gekommen und habe dort schon sehr früh gespürt, dass meine Richtung eine ganz andere ist wie die meiner Schulfreunde, meiner Umgebung, den ganzen Jungs, die mit mir aufgewachsen sind. Dann bin ich natürlich in das ganz normale Business eingestiegen und hatte sehr früh meinen ersten Herzinfarkt. Daraufhin habe ich eine Auszeit genommen und bin dann mehrere Monate in Montana gelandet und habe in Montana ein Erlebnis haben, dass ich eine schamanische Ausbildung erleben durfte. Mhm. Und diese schamanische Ausbildung, das war eine Ausbildung 6 Monate lang, ohne ein Wort zu sprechen. Nur Intuition, fühlen, spüren, wahrnehmen und zu deuten. Nach dieser Zeit bin ich wieder zurückgekommen und habe wieder ganz normal mein Business umgetrieben, hatte dann 96 meinen zweiten Herzinfarkt, Dezember 2004 meinen dritten. Daraufhin habe ich mich dazu entschlossen, meinen Beruf an den Nagel zu hängen, bin aus dem Business ausgestiegen. Da kam natürlich noch die Diagnose Prostatakrebs und das war für mich, glaube ich, so der einschneidende Punkt, wo ich wirklich gesagt habe, Reinhard, jetzt musst du was in deinem Leben verändern. Mhm. Ich habe mich dann von allem getrennt, von allem wohl bemerkt, bin dann noch ein paar Jahre in der Welt rumgereist und habe geschaut, wie arbeiten die Schamanen auf der Welt. Ich war auf den Philippinen, ich war in Brasilien, ich war in verschiedenen Ländern. Und wollte einfach schauen, was hat mir meine Erfahrung aus Montana gezeigt und was machen die Schamanen überall auf der Welt. Und aus diesen Erfahrungen zusammen habe ich dann meine Schule kreiert. Und das ist die Akademie für Seelenschamanismus. Und hier gebe ich in dieser Schule, in der Ausbildung, mein Wissen an die Leute weiter, die meine Schule besuchen. Die Ausbildung dauert 20 Seminartage, ist verteilt auf das Jahr. Und hier geht es vorwiegend darum, in der Schule nicht um irgendwas Spezielles zu machen, sondern wirklich um sich selbst zu befreien von Blockaden, weil ein Schamane ist eigentlich gar nichts Besonderes. Mhm. Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Ein Schamane hat alles in sich, nur wir sind aufgrund von vielen Blockaden, die wir aus verschiedenen Inkarnationen mitbringen, sind wir daran gehindert, unser Bauchgefühl zu leben. Mhm. Und so habe ich mich dazu entschlossen, dieses Wissen, das ich besitze, in Büchern weiterzugeben. Ich schreibe alle meine Seminarteile auch als Bücher. Und meine Botschaft eigentlich ist die, das ganze Wissen, das in mir schlummert, in Büchern den Leuten mitzuteilen, nichts für mich zu behalten. Mhm. Das ist meine Geschichte. Reinhard, du sagtest gerade immer, du bist aus dem Business ausgestiegen aufgrund gesundheitlicher, ja, ich sag mal so, Hindernisse, will ich es mal so ausdrücken, oder Probleme. Man geht immer erst durch eine Krise, um sich vielleicht auch anders zu entscheiden, beziehungsweise
ja, ich sag auch, diese Krise erweckt etwas in einem und man denkt auf einmal in eine andere Richtung. Und du hast ja schon während der Zeit, du noch im Business warst, hast du ja auch schon dich mit dem Schamanismus auseinandergesetzt. Ich glaube, da bist du schon so ein bisschen in diese Richtung geführt worden. Das ist, natürlich ist das, hinterher kann man immer sagen, braucht man diese Krise, sollte man diese Krise überhaupt durchmachen? Mhm. Oder gibt es einen anderen Weg, dass man diese Krise nicht erleben darf, muss, soll? Und ich bin der Meinung, wenn wir frühzeitig an uns arbeiten und frühzeitig unseren Weg erkennen, den unsere Seele beschlossen hat, wenn wir frühzeitig in der Lage sind, auf unseren Körper zu hören, dann ist es keine Notwendigkeit, dass wir diese Krise durchmachen. Und ich glaube, hier haben viele, viele Menschen das Gefühl, dass sie das nicht können oder dass sie das nicht schaffen. Und es ist ja genau dieser Knackpunkt, dass wir in der Angst leben und unser Bauchgefühl uns, ich sage einfach mal das innere Kind, innere Frau, ja, innere Mann, dass wir nicht auf dieses Bauchgefühl hören, genau, und es dann erst bis zu dem Punkt dieser Krise kommen lassen. Und dann erst sind wir bereit, was zu verändern. Genau. Oder nicht. Und ich denke, dass ich in meiner Schule, in meinen Schülern das schon im Vorfeld schon so rüberbringe und sie dahin gedanklich verändern kann, mit meinem Wissen, mit meinen Erfahrungen, dass sie sich solchen Weg einer solchen Krise ersparen können. Ich denke, das ist natürlich eine ganz gute Voraussetzung, also diese Krise sich zu ersparen. Und die meisten Menschen brauchen erst diese Krise, um dann endlich mal zu sich zu finden oder mal ihren Körper wahrzunehmen. Brauchen ist gut gesagt. Ich denke, sie brauchen es nicht, aber das ist eben diese ganze Krux an der Geschichte. Ja. Und so wie du sagst, sie brauchen es, bevor sie bereit sind, was genau, zu verändern. Richtig. Aber eigentlich müssten sie es nicht müssten haben. Sie nicht. Sie könnten es vorher verändern. Nur wir sind immer ganz, ganz bedacht, dass wir klar strukturiert denken, klar strukturiert fühlen, ja, haben natürlich vergessen, auf unser Inneres zu hören. Genau. Das würde das verändern. Genau. In deiner Schule, deiner Akademie, lehrst du ja, sich mehr wahrzunehmen. Also in sich hineinzulauschen, darf ich das mal so verstehen? Ja, könnte man so verstehen. Ja, auch die Körpersignale mal wahrzunehmen, das Innere wahrzunehmen. Sprech mal so vom inneren Kind, innerer Frau, inneren Mann. Oder wie soll man das verstehen? Aber um das Innere wahrzunehmen, du musst dir das so vorstellen. Ganz tief in dir schlummern grundsätzliche Erfahrungen, da schlummert grundsätzliches Wissen. Ja. Aber jetzt, um in diesen Raum zu kommen und dieses Wissen aus diesem Raum rauszuholen, musst du erst verschiedene Türen öffnen. Mhm. Und diese Türen sind deine Ängste, deine Blockaden, die entstanden sind durch Erfahrungen aus früheren Leben, die entstanden sind aus deiner Kindheit, durch deine Erziehung, durch dein Umfeld. Mhm. Und in meiner Schule werden wir Stück für Stück eine Türe nach der anderen öffnen, ja, um den Weg frei zu machen, dass du an dein Unterbewusstsein kommst. An dein Unterbewusstsein, das Eigentliche, das in dir schlummert. Mhm. Wenn ich so überlege, schau, du musst nur vergleichen, wie war das früher mit unseren Eltern, Großeltern? Wenn ich an meine Großmutter denke, wie intuitiv meine Großmutter war, was die für ein Gespür, für ein Gefühl gehabt hat. Mhm. Dieses Gefühl war bei meiner Mutter schon nicht mehr so zu spüren, wie bei meiner Großmutter. Mhm. Weil sie natürlich durch die Kriegssituation, durch die Kinder, durch die Nachkriegsgeneration, sage ich jetzt einfach mal, auch dieses Gefühl der Angst durchlebt hat und da nicht mehr in der Lage war, auf ihre wirkliche Intuition, auf ihr Bauchgefühl zu hören. Mhm. Und genau das ist, glaube ich, auch der Punkt, wenn wir das wieder aktivieren können, unser Unterbewusstsein, das Bauchgefühl, mhm, dann verändert sich unser Leben. Richtig. Und da versuche ich in meiner Schule darauf hinzuarbeiten, dass meine Schüler das wieder spüren, dass sie das fühlen. Und dann kommen wir nämlich genau auf das, was eigentlich den Schamanismus ausmacht. Aber da werden wir noch einmal drüber reden. Ja, auf jeden Fall. Schamanismus, Heilung. Ich sag mal so, ich weiß, du sagst, das ist ganz einfach. Sehr scheinbar. Ja, jetzt frage ich mal, wie heilt denn der Schamane? Beziehungsweise, was kann man sich jetzt
der Zuschauer, der Zuhörer jetzt unter einer schamanischen Heilung vorstellen? Wie vollzieht man das? Also wenn man sagt, ein Schamane heilt, dann muss ich dir ganz klar sagen, ein Schamane kann nicht heilen. Mhm. Wenn man einem Schamane unterstellen würde, er würde heilen und ein Schamane sagt, er heilt dich, dann würde ich behaupten, entspricht es nicht der Wahrheit, diese Aussage. Ich selber kann niemanden heilen, aber das, was einen guten Schamanen ausmacht, und das ist, glaube ich, die ganze Einfachheit an der Sache. Ein Schamane ist in der Lage, sich mit deiner Seele in Verbindung zu setzen, zu schauen, was bedrückt deine Seele, das anzusprechen. Durch das gesprochene Wort entsteht eine Schwingung und die Schwingung löst die Blockade auf. Und wenn die Blockade aufgelöst ist, kann sich die Person selber heilen. So banal einfach ist es. Ich versuche dir das an einem Beispiel zu erklären. Stell dir mal folgende Situation vor. Unser Körper besteht ja aus 82% Wasser. Richtig. Und jetzt stell dir mal einen See vor, der ganz ruhig ist. Du schmeißt in die Mitte des Sees einen kleinen Kieselstein. Dann kannst du sehen, wie die Wellen gleichmäßig nach außen sich ausdehnen. Man sagt, der See ist in einer Harmonie. Und wenn der See in der Harmonie ist, ist dieser See unantastbar. Genauso sind wir, wenn wir in der Harmonie sind, sind wir unantastbar. Mhm. Jetzt liegt aber in dem See zum Beispiel ein Strohhalm drin, ein kleiner Ast oder ein großer Baumstamm. Es spielt keine Rolle, wie groß das ist. Die Welle läuft bis zu dem Strohhalm oder zu dem Baumstamm, dort bricht die Welle. Und wenn du dann auf das Wasser schaust, siehst du eine Disharmonie. In der Sekunde ist dieser Strohhalm oder dieser Baumstamm eine Blockade im Energiefeld. Und jetzt stell dir das in dir vor, in deinem Energiefeld. Du hast eine Blockade, dann fließt die Energie nicht mehr und durch die Blockade entsteht eine Unpässlichkeit, sprich Krankheit. Mhm. Ein Schamane besitzt die Fähigkeit, sich leer zu machen, zu fühlen, das, was du sendest, was er spürt. Dann kann er an diese Blockade ran, nimmt diesen Baumstamm raus, diese Strohhalm, die Blockade, die Energie fließt wieder und dein Körper heilt sich selber. Aktivierung der Selbstheilungskraft, kann man wirklich sagen. So könnte man es nennen. Mit das, Unterstützung. Und du siehst, es ist eigentlich banal einfach. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie ist der Schamane in der Lage, diesen Strohhalm zu spüren? Genau. Wie ist er in der Lage zu fühlen, was kommt von wo, welche Unpässlichkeit? Mhm. Hier gibt es eigentlich eine ganz banale, einfache Übung und die würde ich euch allen empfehlen. Wenn ihr diese Sendung hört, dann würde ich euch vorschlagen, schließt jetzt mal die Augen. Ich versuche euch zu erklären, wie ein Schamane in der Lage ist, solche Energien über sein drittes Auge wahrzunehmen. Das dritte Auge ist das Gefühl, das Gespür, wie der Schamane arbeitet. Ihr könnt euch folgende Situation vorstellen. Wenn ein Schamane mit dem dritten Auge sieht, ich sage immer dazu, es gibt drei Sichtweisen. Mhm. Wenn man sich dessen mal bewusst ist, die erste Sichtweise ist die, das was ihr seht, was du siehst, das ist die erste Sichtweise. Die zweite Sichtweise ist die, das was ich sehe. Und die dritte Sichtweise ist die, die wir beide nicht sehen, die wir nur aufgrund von Schwingungen, von Worte, von Resonanzerzeugungen vor unserem dritten Auge wahrnehmen. Das ist die dritte Sichtweise. Mhm. Und so funktioniert ein Schamane. So sieht ein Schamane, was dich bedrückt. Und jetzt kommen wir zu der Übung, die wir gerade besprochen haben, wenn wir die Augen schließen. Ich sage jetzt 3, 4, 5 Worte. Und es wird vor deinem inneren dritten Auge sofort ein Bild entstehen. Beispiel, wenn ich das Wort Katze sage, Hund, Elefant, Eiffelturm. In der Sekunde erscheint vor deinem inneren dritten Auge ein Bild. Die Katze, der Hund,
Der Eiffelturm. Mhm. Aber warum erscheint es dir? Du hast keinen Hund, keine Katze vor dir. Jeder einzelne Buchstabe erzeugt eine Schwingung. Die Buchstaben aneinandergereiht ergeben ein Resonanzfeld. Dieses Resonanzfeld trifft auf mich auf und erzeugt vor meinem inneren dritten Auge ein Bild. Das ist die Banalität der Wörter, damit wir das verstehen, was da passiert. Wenn jetzt ein Schamane in der Lage ist, sich von seinen Energien, von seinen Gedanken komplett leer zu machen, dann kann er die Schwingung aufnehmen, die du sendest über deine Aura, die du sendest aufgrund von deinen Fingern, die du sendest aufgrund von deiner Beinstellung. Das sind ja alles Schwingungen. Mhm. Diese Schwingungen treffen bei dem Schamanen auf und erzeugen vor seinem inneren dritten Auge ein Bild, sprich einen richtigen Film. Diesen Film kommentiert der Schamane. Und durch das Sprechen dieses Filmes, durch die einzelnen Worte, nimmt er die Baumstämme und die Strohhalme aus dem Teich und es entsteht im Energiefeld wieder Harmonie. Das ist die Fähigkeit, die ein Schamane besitzt. Sich eins zu machen mit der Seele der Person, die Baumstämme zu entfernen, Harmonie herzustellen, die Person heilt sich selber. Das ist die ganze Einfachheit. Oh, das ist so einfach. Das ist praktisch die Seele anzusprechen, die Seele zu erfahren, zu sehen gleichzeitig auch und auch die Hindernisse dann mit der dritten Sichtweise. Dann auch die Hindernisse anzusprechen und zu entfernen. In der Sekunde, wo man diese Hindernisse anspricht, durch das gesprochene Wort, entsteht eine Schwingung. Mhm. Diese Schwingung löst diese Blockaden auf. Weil sie sitzen im Energiefeld dieser Person. Ja. Und das ist ungefähr so, wenn ich eine Fessel mir anlege, diese Fessel kann ich nicht wegnehmen. Mhm. Wenn ich aber an der Fessel rüttle, durch die gesprochenen Worte, löst sich die Fessel und die Energie fließt wieder. Ja. So kann man sich das bildlich vorstellen. Es hört sich wirklich sehr einfach an, vor allen Dingen, bei mir kamen gerade so die Bilder auch rein. Also ich fand es richtig toll, auch das zu fühlen. Ja. Geht es ja auch darum, dass ich das wahrnehme, fühle, mehr fühle. Ein Schamane besitzt ja die Fähigkeit, aufgrund, gerade gestern, als ich im Vortrag war und einen Vortrag gehalten habe, war eine Zuhörerin im Saal und die hat mir ihr Thema erklärt und ich bin dann auf ihr Thema eingegangen und habe mal genau nachgeschaut, was ihr Thema war. Und als ich dann diesen Film, der vor meinem inneren dritten Auge erschienen ist, kommentiert habe, kam diese Frau in die Emotion. Und diese Geschichte, die ich ihr kommentiert habe, hat ihr Leben eins zu eins wiedergespiegelt, was in ihrer Kindheit während der Schwangerschaft abgegangen ist. Während ihre Mutter mit ihr schwanger war, da kam die Erinnerung und es war genau so, wie ich es erzählt habe. Sie hat genau das, so wie ich es erzählt habe, hat sie bestätigt, das waren die Gedanken des Vaters, als die Mutter mit ihr schwanger war, wo der Vater gedacht hat, hoffentlich wird es ein Junge. Und das ist die Schwingung, die ein Schamane wahrnimmt. Mhm. Natürlich auch über die Fingerdeutung, über mein Fingerbuch kann man das auch auslesen. Und da das zusammen, das ergibt eben die Fähigkeit, die ein guter Schamane besitzt, sich eins zu machen mit der Schwingung, und durch das gesprochene Wort die Blockade aufzulösen. Das ist die Einfachheit. Ja, das ist wirklich die Einfachheit. Hört sich auch sehr, sehr leicht an. Jedoch sage ich mal, die meisten Menschen, ich gehe jetzt mal von der großen Masse aus, die hören das, sie nehmen es auch wahr. Jedoch sind sie immer bereit, auch sich zu öffnen. Oder müssen sie sich gar nicht öffnen? Hier ist natürlich die Gefahr, viele Leute hören sich das an, sind aber nicht bereit, etwas zu verändern. Genau. Und sie sind nicht bereit, sich zu öffnen. Ein guter Schamane setzt immer voraus, oder er sagt es dann natürlich auch, dass er niemals mit der Person redet. Mhm. Er redet immer mit der Seele. Ah, ja. Und dazu bedarf es manchmal, dass man der Seele einen Tritt in den Hintern gibt. Richtig kräftig.
Und da gibt es Personen, die fühlen sich dann dadurch natürlich persönlich angegriffen. Mhm. Ich versuche diesen Leuten immer klar zu machen, dass es nichts mit ihnen zu tun hat. Mhm. Ich sage immer mit dem Wassersack, weil wir bestehen ja aus 82% Wasser. Ja. Dass es immer was mit der Seele hat. Und mit der Seele muss man wirklich, ich sage immer, Tacheles reden. Mhm. Also man muss mit der Seele sehr direkt sein und sehr streng. Mhm. Und die Seele immer wieder in die Verantwortung ihres Seelenplans nehmen. Und wenn man hier ein richtiges Gespräch führt, und ich stelle das immer wieder fest in meinen Vorträgen. Zu Anfang sind die Leute etwas erstaunt über meine sehr direkte Art, mhm. weil ich manchmal verletzend wirke, weil ich direkt angreife. Aber wenn ich es ihnen dann erkläre, dass das Gespräch der Seele ist, dass das mit ihnen gar nichts zu tun hat, dann verstehen sie das. Mhm. Und wenn ich ihnen dann auch aufgrund von ihren Fingern und ihrer ganzen Geschichte erkläre, was der Hintergrund ist und wie sie es auflösen können, dann kann ich sagen, mit Recht, der große Teil verändert was in seinem Leben. Einige werden nichts verändern. Gut. Aber der große Teil verändert was. Ja. Und ich höre das ja auch immer wieder an meinen Rückmeldungen. Bei vielen geschieht etwas, mhm. bei manchen geschieht nichts. Aber es hängt immer mit der Person zusammen, ob sie was tut oder nicht. Kann das auch mit einem erhöhten Ego zu tun haben? Selbstverständlich, das ist natürlich, ist ja klar, logisch. Wer lässt sich schon gerne kritisieren, wer lässt sich schon gerne verletzen von einem, der mit langen Haaren daherkommt und sich Rainbow-Man nennt. Mhm. Das ist auch so eine Geschichte, was ich immer wieder erzählen muss. Viele fragen mich natürlich, wieso nennt er sich Rainbow-Man? Der heißt doch Reinhard Stengel. Ja. Aber eigentlich ist es doch eine ganz banale Geschichte. Als ich die Ausbildung in Montana machen durfte, gab es nach der Ausbildung, wir waren 6 Schüler, gab es nach der Ausbildung für jeden diesen Teppich, den ich immer dabei habe. Ja. Ich habe so meinen Teppich dabei, mhm. oder? Und als man mir diesen Teppich überreicht, als der Schamane, der mich ausgebildet hat, mir den Teppich überreicht hat, war im Hintergrund gerade ein Regenbogen. Und so hat er mich Rainbow Man genannt. Schön. Ich hab, ganz früher war natürlich mein Ego auch und mein Ego wollte immer einen schamanischen Namen. Ja. Und dann hat er immer zu mir gesagt, der Ausbilder, sagt er, weißt du, Reinhard, du bist und bleibst ein Europäer mit unglaublichen Fähigkeiten. Mhm. Aber du brauchst keinen schamanischen Namen. So hat er immer zu mir gesagt. Mhm. Und ich muss ganz ehrlich sagen, früher wäre das für mich schon, für meinen Ego, glaube ich, ein ganz wichtiger Part gewesen. Ja. Heute muss ich sagen, heute bin ich froh, dass ich der bin, der ich bin. Mhm. Das war auch so eine interessante Geschichte, was wir Menschen uns mal überlegen sollten, wo wir wirklich mal drüber nachdenken sollten. Es hat mich abends am Lagerfeuer, wenn wir da saßen, nach der Ausbildung, konnte man ja sprechen, während der Ausbildung haben wir nichts gesprochen. Mhm. Und am Abend nach der Ausbildung hat mich ein älterer Crow-Indianer gefragt, der dort im Reservat lebt, sagt er zu mir, Reinhard, wenn du dein Leben verändern könntest und du die finanziellen Mittel hättest, würdest du dein Leben nochmal verändern und neu von vorne anfangen? Auch diese Frage stelle ich euch. Wenn ihr euer Leben verändern könntet, würdet ihr das nochmals tun? Denkt mal drüber nach, über diese Frage. Das ist eine interessante Konstellation, eine interessante Denkweise. Ich habe ihm damals geantwortet, wenn ich mein Leben verändern würde, dann wäre ich nicht der, der ich jetzt bin. Richtig. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir uns alle wirklich überlegen sollten. In der Sekunde, wo wir uns bewusst machen, dass wir einen Seelenplan geschrieben haben, mhm. den wir erleben wollen, den Seelenplan kann man nicht ändern. Mhm. Und wenn du versuchst, dein Leben zu verändern, hast du nichts kapiert. Mhm. Du kannst es nur annehmen, akzeptieren, danke, dass ich das erleben darf, in der Sekunde verändert sich dein Leben. Richtig. Ich vergleiche das immer mit Kindern, die in die Schule gehen. Die Kinder wissen genau, in dem und dem Schuljahr haben sie was zu lernen. Wenn sie es gelernt haben, kommen sie in die nächste Klasse. Wenn nicht, wiederholen sie die Klasse. Mhm. Und genauso spiegelt sich es doch bei uns im Leben auch an. Wir werden verletzt, wir werden gedemütigt.
solange wir hadern damit und es nicht annehmen, wiederholt sich das Ganze. Genau. In der Sekunde, wo wir sagen, danke, dass ich das erleben durfte, verändert sich es und wir haben es gelernt. Genau. Das ist die Krux. Ich sehe es auch so, also ich würde auch sagen, mein Leben verändern, alles, was ich mal erlebt habe, hat genau dazu geführt, dass ich das bin, was ich heute bin. Genau, so sehe ich das auch, ich ganz genau. Und interessant ist es ja auch, wenn du mit Leuten dich unterhältst, vorwiegend mit älteren Leuten, die den Weg des Gehens beschlossen haben, wenn die Seele gehen wird. Und da durfte ich vor ein paar Wochen eine ganz tolle Erfahrung machen mit meiner Mutter, als die gegangen ist. Das ist jetzt 6 Wochen her. Das war eine ganz tolle Erfahrung. Mhm. Wenn, ich habe mit vielen älteren Menschen zu tun, ich nenne es nicht Sterbebegleitung. Mhm. Ich nenne es das Gespräch der Seele. Mhm. Ich habe mit vielen Leuten geredet, die mit dem Leben hadern. Man sagt dazu, die liegen in den Todeskampf. Aber diese Personen hadern mit ihrem Leben und sind mit dem, was sie erleben durften, nicht eins. Und wenn ich so an meine Mutter denke, als ich diese, ich konnte mehrere Gespräche mit ihr führen und habe sie die letzten 48 Stunden begleitet, und da war oft dieses Zufriedene, das Harmonische, indem sie, wir haben oft über ihren Weg geredet. Der Weg war hart und war für sie sehr, auch zum Teil leidvoll. Mhm. Aber als sie begriffen hat, danke, dass ich das erleben durfte, danke, dass ich das alles mitmachen durfte, konntest du sehen, wie in ihr diese Harmonie gewachsen ist. Sie hatte keine Angst mehr zu gehen. Ja. Das war ganz harmonisch. War ein tolles Gefühl. Auch für mich eine ganz besondere Erfahrung, weil ich schon viele Menschen begleitet habe auf diesem Weg. Und jetzt durfte ich meine Mutter begleiten auf diesem Weg. Genau. War eine tolle Erfahrung. Möchte ich nicht missen. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und das Schöne war, meine Schwester war mit dabei und meine Brüder. Und wir haben zusammen das wirklich, wir haben sie richtig heimbegleitet. Mhm. Mit Freude. Das war was ganz Tolles. Mhm. Ich kann nur jedem empfehlen. Wirklich jedem. Wenn ihr diese Möglichkeit habt, jemanden zu begleiten auf diesem Weg, Ja. Habt keine Angst. Gar keine Angst. Tut es aus dem Herzen raus. Öffnet euer Herz für die Seele. Es ist was ganz, ganz, ganz Besonderes. Glaube ich. Und ich bin dankbar, dass ich das erleben habe dürfen. Das glaube ich dir gerne. Also das kommt schon so energetisch bei mir an. Ja, das ist was Besonderes. Ja. Auch für deine Mutter was. Und keine Trauer, das ist das Schöne. Das ist das. Keine Trauer. Genau. Das ist das Schöne dran. Es war wie eine Freude, dass die Seele einen anderen Teilabschnitt wieder ihres Weges geht. Genau. Ja, schön. Genau. Ein sehr schönes Erlebnis. Ja. Das ist so etwas Persönliches von mir. Ja, das finde ich auch sehr schön. Ja, das ist schon. Ich versuche immer, egal wo ich bin, auf meinen Vorträgen, ich bin vielleicht ein bisschen nach außen hin so, ich sag mal nicht der Unannahbare, so ein bisschen so der Rabauke, so ein bisschen Poltermann, und ich sage immer, was ich denke, ich sage, was ich fühle. Aber wenn es ums wirkliche Gespräch geht, bin ich immer im Herzen drin. Das ist für mich ganz wichtig. Ist auch ganz wichtig. Und ich bin ein Schamane, den kann man anfassen. Ja, das kann man wirklich. Wichtig. Das stimmt, Ja. Das kann man wirklich. Also total toller Mensch, wirklich. Danke. Ja, ich sage es einfach nur so. Es kommt auch aus meinem Herzen. Ich finde es einfach klasse, auch dass man dich wirklich anfassen kann. Ich glaube, du bist zum dritten Mal hier bei uns im Radio Lotusblüte. Ja. Und wir haben schon viele Gespräche geführt, gerade jetzt auch über Schamanismus, über das Seelengespräch, über Heilungen, über Reinhard Stengel, über den Schaman, den Rainbow Man. Weil ich finde es auch ganz wichtig, etwas mal von sich persönlich einfließen zu lassen. Ja. Wie gerade das Beispiel mit deiner Mutter. Ich glaube, ganz viele Menschen werden irgendwann mal mit dieser Situation vielleicht konfrontiert, Ja. Dass jemand geht. Und dann jemanden so zu begleiten, begleiten zu dürfen, wie du es gerade geschildert hast, das ist natürlich etwas ganz, ganz Wunderbares. Für einen selbst, als auch für den, der dann gehen möchte, die Seele, die gehen möchte. Mit Sicherheit. Ja. Mit Sicherheit. Ganz toll. Reinhard, ich habe jetzt hier deine Flyer.
Also ich sehe ja schon, du hast ja wieder jede Menge Termine. Ja. Absolut jede Menge Termine. Ich halte es mal einfach hier so rein. Lesen werdet ihr es nicht können, müsst ihr auch gar nicht. Weil der Reinhard, der hat natürlich auch eine wunderbare Website. Findet ihr bei uns natürlich auch im Radio Lotusblüte auf der Referentenseite. Da kommt man dann direkt zu Reinhard Stengel. Reinhard.stengel ist das Reinhard.stengel.de, ist richtig, ne? Ihr könnt einfach, wenn ihr auf Google meinen Namen eingibt, sagt, ist man schon da. Drauf. Ist man aber schon sonst Reinhard-Stengel.de. Genau, Seite auf ich habe es verkehrt gesagt, also nochmals. Reinhard-Stengel.de. Genau. Und dann ist man wirklich sofort auf Reinhards Seite. Ich kann echt sagen, macht euch da mal ein bisschen kundig. Da sind auch sehr schöne Dinge beschrieben. Ich habe gestern mal wieder so ein bisschen gestöbert bei dir und war also total angetan. Ihr seht auch, ich habe mir jede Menge hier ausgedruckt von Reinhards Seite. Also jede Menge Informationsmaterial, was ich natürlich heute nicht unbedingt hier vorlesen möchte. Dafür ist mir das Gespräch zu wichtig. Jedoch, es war für mich auch wichtig, um da mal ein bisschen reinzulesen. Du machst doch immer wieder neue Dinge, Reinhard. Ich weiß, du hast so viele Bücher auch schon geschrieben und natürlich auch CDs erstellt und wirst nicht müde, würde ich mal so sagen, immer wieder was Neues ins Leben zu rufen. Ja gut, das ist natürlich mein Ziel, mein Wissen, das in mir schlummert. Mhm. Dieses Wissen möchte ich natürlich nach außen geben. Ja. Und ich möchte die Zeit, die mir noch verbleibt und die ich darf, all dieses Wissen, das ich besitze, so vielen Menschen wie möglich teilwerden zu lassen. Das ist ein Ziel von mir. Viele Leute, die arbeiten, versuchen aus allem ein Riesengeheimnis zu machen und versuchen es für sich zu behalten. Mein Bestreben ist, das ist für mich wirklich ein Anliegen, weil es so banal einfach ist. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass ich das in Schriftform oder in Mediendateien weitergebe. Das ist so mein oberstes Ziel. Und deshalb bin ich auch bestrebt. Ich mache jetzt gerade wieder zwei neue Hörbücher, die ich auf den Markt bringen werde. Und was ganz interessant ist, ich reise ja sehr viel. Mhm. Also nicht reisen, indem ich mit dem Auto fahre, sondern bei dem schamanischen Reisen. Und wenn ich mit meinen Schülern immer wieder so Meditationen mache, dann zerlege ich immer den Namen, weil der Name für jeden Einzelnen, der Vorname für jeden Einzelnen besondere eine Bedeutung hat. Ja. Und dann zerlege ich diese Vornamen, was die Vornamen für die Person, für die Seele eine Bedeutung hat. Und das sammle ich momentan und werde darüber dann ein Buch schreiben. Oh, das ist spannend. Die schamanische Deutung. Also die Bedeutung der Vornamen. Die Nachnamen spielen keine Rolle. Die Nachnamen gibt es ja erst seit ungefähr 500 Jahren. Vorher hat es überhaupt keine Bedeutung gehabt. Aber der Vorname hat für unsere Entwicklung auf der Erde jetzt eine ganz besondere Bedeutung. Mhm. Stell dir mal nur folgende Situation vor. Du hast in deinem Vornamen einen Punkt. Beispiel beim I. Mhm. Der Punkt hat die Bedeutung, dass du in deinen früheren Leben deine Energie, dein Wissen, dein Können nicht in alle Richtungen ausdehnen konntest. Mhm. Deshalb bringst du jetzt in diesem Leben, zum Beispiel Maria, dir den Punkt auf ihrem I. Und mit diesem Punkt, wenn man ständig den Namen Maria spricht, löst sich mit der Zeit die Fessel, die auf dir lastet, auf deiner Seele, löst sich mit der Zeit diese Fessel auf und du bist in der Lage, dich mit deinem Wissen, mit deiner Kraft in alle Richtungen auszudehnen. Das heißt, alle, die einen Punkt auf ihrem Namen haben, ein I in ihrem Namen oder ein Ü mit zwei Punkten, die haben in ihren früheren Leben, waren die in ihrer Freiheit eingeschränkt, konnten sich nicht ausdehnen, deshalb bringen sie den Punkt mit, um in diesem Leben diese Blockade aufzulösen. Wir nennen das bei uns im Seminar in der Schule die Namenslöschung. Toll. Und da werden solche Blockaden, die ganz tief in deinem Unterbewusstsein sitzen, aufgelöst. Das ist ja toll. Denk gerade mal meinen Namen nach. Also irdisch gegeben hat man mir die Namen Elisabeth, Angelika,
Lydia. Lydia mit Y. Stell dir das mal vor, wie viele Punkte du drin hast. Aber Lydia mit Y. Ja. Also aber Elisabeth, Angelika, ja. Lydia. Also das ist ja noch nie drüber nachgedacht über sowas. Es gehört bei uns in der Schule zur Ausbildung. Du musst dir vorstellen, in der Schule gehen wir ja verschiedene Ebenen durch, wo wir die Blockaden auflösen. Wir haben ja unser Unterbewusstsein, das uns steuert. Wir sagen dazu, das Unterbewusstsein setzt sich in drei verschiedene Bereiche zusammen. Mhm. Einmal ist der Bereich des Vertrautheitsgedächtnisses. Ja. Das ist alles ab dem Zeitpunkt, als du gezeugt wirst. Mhm. Die Gedanken des Vaters, die Gedanken der Mutter und dann die neuen Schwangerschaftsmonate, dann bis zum heutigen Leben. Alles, was du hier gefühlt, gespürt, gesehen, gerochen, wahrgenommen hast, das ist verantwortlich für deine Entwicklung. Schon der Gedanke des Vaters bei deiner Zeugung. Stell dir mal, ich versuche dir da ein Beispiel zu sagen. Stell dir mal vor, bei deiner Zeugung, wohlbemerkt, bei deiner Zeugung, denkt dein Vater an seine frühere Freundin. Sowas? Ja, soll es ja geben. Dann ist diese Frau, an die er gedacht hat, deine energetische Mutter und du wirst zu deiner leiblichen Mutter niemals eine richtige Beziehung haben. Und jetzt schau mal nach in unserem Leben, wie viele Menschen haben zu ihrer Mutter oder zu ihrem Vater keinen richtigen Kontakt? Ja, stimmt. Aber da liegt die Ursache. Mhm. Und das ist alles im Vertrautheitsgedächtnis. Oder wenn wir noch einen Schritt weiter gehen, wenn du überlegst, wir haben im Vertrautheitsgedächtnis während den ersten drei Schwangerschaftsmonaten, wenn das ein Mädchen wird und der Vater denkt nur, hoffentlich wird es ein Junge, das kann zur Auswirkung haben für später Brustkrebs links, Gebärmutterkrebs, Eierstock, dort sitzt die Ursache dafür. Also du siehst schon, im Vertrautheitsgedächtnis ist das schon unglaublich, wie es unser Leben beeinflusst. Und der Schamane ist in der Lage, diese Gedanken, sprich Blockaden, diese Baumstämme aus dem Teich rauszuholen. Weil er es fühlt, weil er es sieht am Finger, weil er spürt in der Energie. Und genau solche Gedanken erzeugen beim Schamanen ein Bild vor seinem inneren dritten Auge, in der Kombination, das, was wir nicht sehen, was wir fühlen, was vor dem dritten Auge auftaucht. Und der Schamane kann durch das richtige Ansprechen diese Blockade lösen und dann kann das andere in die Heilung gehen. Gerade wo du das so sagst, da fällt mir etwas ein. Mein zweiter Sohn, als der unterwegs war, ich hatte ja schon einen, der war 3 und da habe ich mir natürlich ein Mädchen gewünscht. Logisch, ne? Alle fragten, ach, ich wünsche mir ein Mädchen. Damals konnte man es noch nicht so sehen mit Ultraschall, das gab es alles noch gar nicht. Und ich hatte auch schon Mädchennamen ausgesucht. Jungennamen hatten wir gar nicht drüber nachgedacht. Und dann kam der Junge. Und da haben sie gesagt, ach, der sieht so süß, sieht aus wie ein Mädchen, hat nur ein Stückchen zu viel im Krankenhaus. Und dann haben wir erstmal Gedanken über einen Jungennamen gemacht. Mhm. Und so ist dann immer halt, das ist jetzt gerade, wo du das so sagst, da wird mir das so bewusst. Also mein jüngster Sohn war auch im Anfang, als er noch klein war, blonde Löckchen wie Mädchen. Auch das hat einen ganz starken Einfluss auf die Entwicklung für den jungen Mann. Auch später in der Beziehung zu einer Frau, in der Beziehung zu einer Familie. Und was noch ein ganz interessanter Faktor ist, dieses kann in seiner beruflichen Entwicklung ein ganz, ganz starker Hemmschuh sein. Was er beruflich macht. Ja. Das könnte unter Umständen auch zu einem Wertigkeitsthema führen, das im früheren, meine ich, wenn er noch nicht 90 ist, sondern wenn er 50 ist, wenn er in diese Region zwischen 40 und 50 kommt, kann es zum Wertigkeitsthema führen, zu einer Depression. Dort sitzt die Ursache, aber die Gedanken werden unterdrückt. Ich bin heilfroh, er ist Entwicklungshelfer geworden, hat auch daraufhin studiert, lebt in einer wunderbaren Beziehung. Eben, also das ist schon, was ich wohl merke, er ist sehr, sehr sozial engagiert. Absolut. Aber ich denke, dass hier natürlich auch ein bisschen der Einfluss
von deiner Entwicklung sehr stark auch dafür gesorgt hat. Ja. Dass deine Aufgabe ist ja auch, vielen Menschen unglaublich in die Richtung, wie ihre Seele gehen wird, zu helfen, ja. in Hinweise zu geben. Und ich glaube schon, dass schon diese Entwicklung bei dir in deinen Genen drin ist. Ja, und das diese, ich auch, diese hast du an deinem Sohn übergeben. Das hat das, total. Genau, und es muss ja nicht immer gleich das Negative sein. Es gehört ja auch andersrum. Richtig. Dass man auch die positiven Sachen übergibt. Ja. Also schon das spannend. Ist wirklich ganz spannend, weil mein ältester Sohn ist der Businessmensch. Ja. Total. Mhm. Ja. Und der Jüngere, ja, der ist einfach immer sehr diesen medialen Weg geht er. Und das soziale Arrangement, was er hat. Aber es ist doch eigentlich das Weibliche. Das ist das Weibliche, genau. Deswegen bringst du dich da so richtig drauf. Ja, das hat schon einen Zusammenhang. Und das ist genau die Fähigkeit, die eben ein Schamane besitzt, hier reinzuspüren, zu fühlen, zu deuten. Toll, also wirklich. Und da macht man sich ja keine Gedanken im Normalfall. Ja. Und das ist schon hochspannend, muss ich wirklich sagen. Dann gibt es natürlich, das Unterbewusstsein geht noch eine weitere Sparte zurück. Man sagt dazu das schattenhafte Unterbewusstsein. Ja. Im schattenhaften Unterbewusstsein sind all die Erinnerungen aus dem unmittelbaren letzten Leben. Mhm. Und dann gibt es noch das Zählgedächtnis. Das Zählgedächtnis sind alle Erinnerungen aus allen früheren Leben. Oh je. Und das zusammen, Vertrautheitsgedächtnis, schattenhafte Unterbewusstsein, Zählgedächtnis. Das steuert uns. Mhm. Das ist dafür zum großen Teil dafür verantwortlich. Verantwortlich kann man nicht sagen. Aber es ist die Steuerung, die uns für viele Entscheidungen, die wir jetzt treffen, blockiert. Ah, ja. Ich versuche dir mal ein Beispiel zu sagen. Nehmen wir an, du hast in deinem früheren Leben als Mönch gelebt und hast ein Armutsgelübde abgelegt. Tja. Dann kannst du in dieser Inkarnation arbeiten und machen, so viel du willst, du wirst nie zu Geld kommen. Richtig. Und das kann man sehen am Daumen. Mhm. Da kann man feststellen, ob jemand ein Gelübde, einen Schwur, einen Eid abgelegt hat. Interessant. Interessant. Und das habe ich auch in meinem Fingerbuch beschrieben. Mhm. Dort ist das ganz genau beschrieben, wenn der Abstand zwischen diesem Knöchel und diesem Knöchel zwischen diesem Knöchel und diesem Knöchel hier. Wenn dieser Abstand größer ist, wie der Abstand von dem Knöchel bis zur Daumenspitze, dann hat man in seinem früheren Leben einen Schwur, ein Eid, ein Gelübde. Das ist bei dir etwa gleich lang. Ja. Also das ist nicht viel größer. Das ist ungefähr gleich lang. Gott sei Dank. Aber hier kann man erkennen, ob jemand in seinem früheren Leben einen Schwur, ein Eid oder ein Gelübde hat. Zum Beispiel, wenn jemand ein Treueschwur abgelegt hat oder ein Ehegelübde und es wurde nicht aufgelöst, dann kann er in dieser Inkarnation, in diesem Leben eine Beziehung, er wird immer eine unglückliche Beziehung. Oh ja, das kann ich mir vorstellen. Und so gibt es viele Geschichten, von denen wir mit dem normalen Verstand überhaupt keine Verbindung dazu haben. Und das ist die Fähigkeit, die ein Schamane hat. Und da kann man dann auch dran, um das dann wirklich auch aufzulösen. Genau. Und das ist die Fähigkeit, die ein Schamane hat, solche Gelübde, Schwüre, Eide aus dem Unterbewusstsein aufzulösen und dann verändert sich das Leben. Wunderbar. Ja, das ist so banal einfach. Ihr seht schon, es ist wieder hochspannend. Wir gönnen uns und natürlich euch jetzt ein kleines Päuschen und werden jetzt eine schöne Musik einspielen. Und während der Musik natürlich auch so ein bisschen die Website von Reinhard Stengel. Und da schaut einfach mal und wir sind gleich wieder für euch da. Nicht weglaufen. Don't.
Ja, ihr Lieben, nach der Pause sind wir natürlich wieder für euch da. Ich hoffe, ihr habt es genossen. Wunderschöne Musik und natürlich auch die Hinweise zu Reinhard Stengels Website. Reinhard, ich habe jetzt gerade deine Flyer hier vorliegen. Wir sprachen ja vorhin schon mal über deine Termine, die wir heute alle gar nicht hier benennen können. Also bitte da immer wieder bei Reinhard Stengel einfach reinschauen. Reinhard-Stengel.de ist ganz einfach. Jedoch, was mir aufgefallen ist, du hast auch jetzt Orte mit hinzugenommen. Einmal bist du jetzt auch in Österreich, in Linz. Dann im nördlichen Bereich, sprich Hamburg oder sowas, die Ecke. Wie heißt der Ort noch? Wieselhöfede heißt dieser Ort. Wieselhöfede. War für mich auch Neuland. Habe ich ja gar nicht. Es war natürlich für mich auch wichtig, dass wir uns erstmal im Norden oben mehr zeigen, dass wir dort mehr machen. Deshalb haben wir auch hier im Bereich Hannover, Hamburg und Berlin Vorträge gemacht und haben jetzt genau im Mittelpunkt von diesen drei Städten einen Ort gefunden, ein Seminarhaus in Wieselhöfede. Und dort werden wir jetzt eine Ausbildungsreihe starten. Die Termine sind alle auf meiner Webseite. Das heißt Ausbildungsreihe, du bildest also dann als was aus? Aber wir haben ja zwei verschiedene Möglichkeiten. Einmal die Schule, da ist die Ausbildung, dauert 20 Seminartage. Das heißt, in diesen 20 Seminartagen ist die Ausbildung eigentlich Ausbildung, ich würde sagen, man muss es anders bezeichnen. Es ist die Auflösung deiner Blockaden auf verschiedenen Ebenen, damit du frei wirst, damit du in der Lage bist, über dein inneres dritte Auge das wahrzunehmen, was ich spüre, was ich fühle, wie ich es sehe. Und in dieser Ausbildung kommen natürlich viele Themen dran, wie inneres Kind, innere Frau, innerer Mann, die Aufarbeitung der Eizelle, Samenzelle, Urzelle, die Schwangerschaftsaufarbeitung. Hier gibt es viele Themen, die wir machen in der Ausbildung. Aber es sind natürlich auch viele Leute, die sich die Ausbildung nicht leisten können. Ja. Deshalb mache ich immer wieder Tagesseminare oder Zweitagesseminare. In diesen ein oder zwei Tagen mache ich einen Querschnitt aus meiner Schule aus. Und dann gibt es noch was ganz was Neues, was ich jetzt kreiert habe. Diese drei Tagesseminare. Hier habe ich drei Seminarreihen, wo ich einmal bewusst nur das innere Kind, innere Frau, innerer Mann mache. Oder einmal machen wir nur die Aufarbeitung Eizelle, Samenzelle, Urzelle. Ja. Das sind dann so spezielle Themen, um die Energien in einem ganz bestimmten Bereich, die Blockaden von dir zu lösen, dass du zum Beispiel dein Leben wieder die Leichtigkeit, die spielerische Leichtigkeit in deinem Beruf leben kannst, wie früher als Kind und heute blockiert bist. Und hier gibt es eben diese drei speziellen Bereiche der Seminare, die ich gemacht habe. Ich habe natürlich in Niefern, das ist in der Nähe von Pforzheim, habe ich auch wieder eine Ausbildungsreihe laufen, schon zum zweiten Mal. Und was jetzt dann noch ganz neu dazukommt, wo wir gerade im machen Sinn, dass wir uns auch Richtung Südtirol bewegen und in die Schweiz bewegen. Oh, sehr schön. Es ist einfach auch für mich ganz wichtig, dass wir alles, was wir tun, in einem großen, gefächerten Raum haben für viele Personen. Das finde ich sehr gut. Ich meine, du bist sowieso sehr viel unterwegs. Ja, würde ich schon behaupten, dass ich sehr viel unterwegs bin. Außer August. August ist mal ein Monat, wo ich ja selber mich auch wieder weiterbilden sollte. Genau. Deshalb mache ich im August immer wieder Reisen zu verschiedenen Schamanen und ich nehme mir jedes Jahr eine Reise irgendwohin vor, um mich selber weiterzubilden und zu schauen, was gibt es Neues, was macht der Schamane in dem Land, was macht der Schamane in dem Land, und dieses Wissen, das ich mir dann aneigne, in meine Schule mit einfließen zu lassen. Sehr schön. Das ist der Hintergrund. Finde ich sehr, sehr gut. Ja, ich kann mich noch gut daran erinnern, dass du sagtest, August. Da tue ich was für mich. Genau. Genau. Du sprachst jetzt, wie gesagt, diese drei Tagesseminare an. Das finde ich also sehr, sehr gut. Vor allen Dingen sagt es auch für alle die, die sich jetzt vielleicht die komplette Ausbildung, die ja über 20 Tage, glaube ich, geht, genau, nicht erlauben können, finanziell gesehen. Ja, finanziell und zeitlich natürlich. Und zeitlich auch, natürlich ist auch so eine Sache. So kann man sagen, drei Tage, das schaffe ich, das ist für mich kein Thema. Genau, Freitag, da kann ich mich gut irgendwie frei machen,
Das ist natürlich auch ein sehr, sehr guter Hinweis. Und ich denke, in diesen 3 Tagen nimmt man auch schon jede Menge mit, ja. Also ich bin überzeugt davon, dass diese 3 Tage auch dein Leben verändern werden, dein Gefühl verändern werden, dein Wirken verändern werden, wie du aus dem Unterbewusstsein arbeitest, ob du aus deiner Angst rauskommst, dass du frei wirst. Wir haben das dritte Teil. Das dritte Teil ist vorwiegend mit dem Thema Flüche, Besetzungen, Schwüre, Eide, Gelübde, Gelöbnisse aufgegriffen. Also wir haben drei große Teile. Einmal das innere Kind, innere Frau, innere Mann. Und diese harmonische Energie in dir zu leben, das sind diese 3 Seminare hier. Genau. Dann haben wir einmal den zweiten Teil, die Aufarbeitung der Schwangerschaft, was wir ja vorhin gehört haben, dass das einen sehr starken Einfluss hat, was dein Vater oder deine Mutter bei deiner Zeugung denkt. Richtig. Und dann natürlich die 9 Schwangerschaftsmonate, das ist das zweite Seminarteil, die 3 Tage. Und das dritte Seminarteil, das ist einfach um dich zu befreien von Flüchen, Besetzungen, Schwüren, Eiden, Gelübde, Gelöbnisse, Verwünschungen. All das sind Themen, die ja ganz tief in dir sitzen, wie du vorhin gehört hast, als ich gesagt habe, wenn man ein Armutsgelübde abgelegt hat, dass man machen kann, was man will, dass man einfach nicht zu Geld kommt. Genau. Auch das ist im dritten Seminarteil ein ganz spezieller Teil. Und hier sorge ich natürlich dafür, dass die Seminarteilnehmer, die diese 3 Tage daran teilnehmen, wirklich von allem, was wir lösen können, befreit werden. Wunderbar. Das hört sich sehr, sehr vielversprechend an. Das ist vielversprechend und ich nehme mir diese Zeit, weil es für mich ein Anliegen ist, viele Seelen auf ihrem Weg zu begleiten, dass sie hier frei werden können. Genau. Okay. Deine Vorträge, gibt es ja auch jede Menge Vorträge. Ja, in vielen, vielen Städten, will ich mal so sagen. Sind die Vorträge auch in Österreich und auch der Schweiz oder bezieht sich das wirklich nur auf Seminare? Ja, wir machen jetzt auch natürlich in Österreich und in der Schweiz Vorträge. Wir waren in Zürich, wir sind jetzt demnächst in Bern und in Solothurn. Wir kommen jetzt dazu, dass wir Meran noch dazu nehmen, also auch den Südtiroler Bereich. Wir sind in Salzburg, wir sind in Linz, wir gehen nach Graz. Wir gehen nach Wien, also wir nehmen schon auch Österreich mit in das Programm auf. Sehr schön. Und jetzt habe ich natürlich auch verschiedene Bücher in anderen Sprachen. Verschiedene Länder haben Lizenzen gekauft von meinen Büchern. Und dort wird es dann irgendwann in naher Zukunft nicht ausbleiben, dass ich dann natürlich in diese Länder auch reise und dort Vorträge mache. Diese Vorträge sind dann natürlich dann mit Simultanübersetzer, weil ich kann diese Sprachen natürlich gar nicht sprechen. Aber in der Zwischenzeit sind es 7 Sprachen, wo meine Bücher übersetzt werden. Und du siehst, es explodiert nach außen hin. Und das ist für mich natürlich wichtig, dass ich dann auch dort präsent bin, wo die Bücher verkauft werden. Das finde ich auch ganz wichtig. Ich denke auch gerade mal zu einem Vortrag oder einem Seminar. Und das ist mit Sicherheit hoch. Interessant dann, ne? Man sieht auch zum Beispiel auf meiner Webseite, in welchen Sprachen die Bücher jetzt schon gedruckt sind. Vielleicht sagst du es mal kurz. Oh, ich habe das nicht alles auswendig. In Zwischenzeit sind so viele Bücher geworden. Und wir haben zum Beispiel das Fingerbuch ist in Polnisch erhaltbar. Ah ja. Dann haben wir verschiedene Bücher in Tschechisch greifbar. Dann haben wir englische Ausgaben, die greifbar sind. Wir haben, jetzt kommt eine spanische Ausgabe dazu. Also das ist ein Verlag aus Ecuador, hat die Rechte gekauft und jetzt werden die Bücher auch in Spanisch verlegt. Das ist ja toll. Jetzt sind wir gerade in Verhandlungen mit einem holländischen Verlag, Bücher wird es auch in Holländisch geben und wir sind im Moment in Verhandlungen mit einem Verlag aus Litauen und dann wird es dort in dieser Sprache die Bücher auch geben. Sehr schön. Also es läuft alles so ein bisschen rund und ich muss natürlich auch dazu sagen, ich habe einen sehr guten Verlag. Und wenn ihr da mal die Zeit habt, stöbert mal in den Schirner Verlag. Ja, richtig. Der Schirner Verlag ist natürlich auch ein Verlag, wo ich sagen muss, der meine Richtung sehr unterstützt. Ja. Und das ist auch wichtig, wenn du als Autor einen guten Verlag in deinem Rücken hast, der auch bereit ist, diese Bücher, die ich schreibe, umzusetzen und in den Vertrieb zu bringen, damit die vielen Personen erhältlich sind. Ja. Weil es ist nicht
bei jedem Verlag so. Der Verlag ist natürlich auch ein Betrieb, der übers Wirtschaftliche laufen muss. Mhm. Aber ich muss dazu sagen, hier beim Schirner Verlag ist es schon auch so, der Schirner unterstützt mich dadurch, dass er meine Bücher natürlich auch immer im Vorrat hat und auch in seinen Katalogen die Werbung hat. Und stöbert mal im Schirner Katalog. Über 10 sind viele interessante Sachen drin. Also wir sind auch sehr stark mit dem Schirner Verlag verbunden. Und sie schicken uns auch immer wieder, dass wir immer auch die Hörer mit vielen Dingen immer halt erfreuen dürfen. Meditationen, allen anderen Büchern natürlich auch. Übrigens haben wir auch schon einige deiner Bücher mit Lesungen verschiedener Kapitel auch schon Live-Lesungen vorgestellt. Hier bei uns im Radio Lotusblüte kommt sehr gut an und ich finde, es ist auch sehr gut verständlich. Dann immer wieder darauf hingewiesen, wer sich es kaufen möchte, bitte da und da schauen. Du hast jetzt etwas Neues, auch bei uns Schirner Verlag, bleiben wir noch dabei. Kommt mir ganz gerade. Du bist jetzt bald, glaube ich, auf einer Messe. Ja, die nächste Messe, die vom Verlag aus gesteuert wird, ist die Provego-Messe in Darmstadt. Die findet jetzt schon einige Male statt und ich selbst bin jetzt das 3. oder 4. Mal schon auf dieser Messe. Dort erreicht man natürlich ein Publikum, das speziell auch für diese Geschichte interessiert ist. Ich halte Samstag und Sonntag auf dieser Messe auch Vorträge. Leider bin ich am Freitag noch in Kempten. Was heißt leider? In Kempten bin ich in einer sehr großen Buchhandlung, mache dort einen Vortrag und fahre dann direkt nachts von diesem Vortrag von Kempten nach Darmstadt zu den Schirnertagen, um Samstag und Sonntag dort für die Besucher da zu sein, ihre Fragen zu beantworten und Vorträge zu halten. Die Messe in Darmstadt, die Provego, findet statt vom 22. bis 24. April. Genau. Und ich werde natürlich nur an Samstag und Sonntag dort auf der Messe sein. Ja, es wird mit Sicherheit auch spannend. Und was spannend ist, am Montag drauf machen wir in Darmstadt ein Tagesseminar. Oh. Also wer da noch Interesse hat, kann sich kurzfristig anmelden. Es gibt noch ein paar Plätze. In diesem Tagesseminar, das ist der Montag drauf, da mache ich einen Querschnitt aus meinem Schulungsprogramm. Sehr schön. Und hier kann man unglaublich viel mitnehmen und kann so in die ersten Schritte des Schamanismus einsteigen. Damit man so ein bisschen ein Gefühl hat, was läuft da überhaupt, wie ist das zu verstehen, was kann man da mitnehmen. Also das ist sehr schön. Vor allem, wenn man gerade schon in Darmstadt ist und hat diese Messe besucht, vielleicht darf man noch einen Tag dranhängen und kann dann auch gleich noch zu lernen. Ich habe natürlich bei meinen vielen Auftritten, die ich mache, kann ich das selber gar nicht mehr organisieren. Deshalb habe ich eine Organisation, die Life in Motion, die für mich die ganzen Vorträge organisiert, die ganzen Schulungen organisiert. Und hier ist es auch der Ansprechpartner, wer sich mal für ein Seminar anmelden will oder so, dass auf die Webseite von Life Emotion geht. Die Webseite haben wir auch auf meinem Flyer drauf von Life Emotion. Ja. Und dann kann man diese Webseite anklicken. Man kann es auch über meine Webseite dann drauf gehen und kommt dann zu Life Emotion. Das wollte ich schon sagen, da kommt man direkt drauf. Ja, da kommt man schon direkt drauf. Und da kann man sich dann für die einzelnen Seminare anmelden. Genau, richtig. Unten ist sie. live-emotion-events.de. Genau. Hier unten haben wir sie abgebildet. Ich halte es mal hier so rein. Vielleicht kann man es ja mal sehen. Gucken, wie unsere Kamera das jetzt erfasst. Und wenn nicht, reinhard-stengel.de ist ganz einfach. Also da findet ihr sowieso alles. Ja. So, wunderbar. Reinhard, hast du von deiner Seite noch was, was du loswerden möchtest? Wo du nochmal sagst, ja, das möchte ich auch noch ansprechen. Ja gut, was ich natürlich auch ansprechen möchte. Ich muss mich erst mal bei den Zuhörern, die dieses Interview sehen, die hören, muss ich sagen, ich freue mich natürlich auch über die Resonanz, die ich von euch erfahren durfte. Wenn ihr mir immer wieder schreibt und wenn ihr mir eure Fragen stellt und ihr dürft auch ruhig versuchen, mich anzurufen. Es wird natürlich immer etwas schwierig, weil telefonisch bin ich natürlich nur dann erreichbar, wenn ich keine Vorträge mache, wenn ich meistens im Auto sitze. Aber wenn ihr mal etwas ganz Persönliches habt, dürft ihr mir eine E-Mail schreiben und ich gebe euch dann einen Telefontermin, wann ihr mit mir telefonieren könnt.
Was ganz wichtig ist, ich bekomme jeden Tag ca. 120 E-Mails. Oh ja. Deshalb ist es ganz wichtig, wenn eine E-Mail kommt, dass sie kurz ist. Ja. Maximal 3 Zeilen. Ja. Weil ich habe wirklich nicht die Zeit, jede E-Mail zu lesen. Richtig. Und deshalb ist es eigentlich ganz wichtig, auch mit den Worten sehr behutsam umzugehen, weil viele dann im Spam-Filter verschwinden. Ja, ja. Ganz einfach schreiben, hallo Reinhard, und wir sind alle per Du, ihr könnt mich alle per Du ansprechen, und ich bin ganz offen, hallo Reinhard, wann kann ich dich telefonisch erreichen, habe das oder das Thema. Genau. Das reicht, du brauchst kein Thema beschreiben, weil ich das dann eh am Telefon mit dir bespreche. Also wenn ihr mich erreichen wollt, schreibt mir kurz eine E-Mail. Hallo Reinhard, wann kann ich dich telefonisch erreichen? Habe das Thema fertig. Genau. Und ihr bekommt auf alle Fälle von mir eine Rückmeldung. Es kann etwas dauern, wenn ich unterwegs bin. Aber ich verspreche euch, ich werde keine Mail verschwinden lassen. Ihr kriegt von mir die Rückmeldung. Toll. Versprochen. Super. Und das bei der Vielzahl der Mails. Ja. Finde ich klasse. Heute auf dem Weg hierher habe ich ungefähr 40 Telefonate gehabt. Oh, das ist erstaunlich. Ja, das geht den ganzen Tag so. Ja. Aber das ist für mich wichtig. Ja. Ich möchte das zu meinem Anliegen machen, wenn jemand ein Thema hat, dass er mich anrufen kann. Ja. Ich will der Schamane sein, den man greifen anpacken, kann. Anpacken, ja. Nicht einer, der bloß Vorträge macht und Bücher schreibt und dann nicht erreichbar ist. Genau. Ich möchte erreichbar sein für alle. Richtig. Das ist mir ganz wichtig. Ganz genau, finde ich auch ganz wichtig. Das ist mein Anliegen. Wo ich auch noch drauf hinaus möchte, Reinhard, man kann sich auch bei dir natürlich in dem kostenfreien Newsletter eintragen. Gerne sogar. In dem du natürlich immer mal wieder auch wichtige Details immer halt mitteilst oder immer halt auch Berichte, glaube ich, schreibst du auch. Also ein Newsletter ist es so gehandhabt. Ich werde jeden Monat einen Newsletter verfassen. In diesem Newsletter nehme ich ein Thema auf, Beispiel Prostatakrebs, Brustkrebs, egal, irgendein Thema nehme ich auf, werde dieses Thema erklären, den schamanischen Hintergrund, warum so etwas entsteht, wo die Ursache liegt, und werde erklären, wie man es auflösen kann. Und ich schicke natürlich in dem Newsletter alle meine Termine immer mit, meine Bücher, die neuen Bücher, die kommen. Werde einfach eine Information steigen. Dieser Newsletter ist absolut kostenlos. Und wenn du das Gefühl hast, du möchtest ihn nicht mehr, dann bestell ihn einfach ab, ohne Verpflichtung, ohne irgendetwas. Finde ich ganz wichtig. Also wie gesagt, wenn ihr auch ihr immer wieder mal informiert sein möchtet über Reinhard Stengel, nicht nur über Termine, das hört ja immer halt, werden auch immer wieder themenbezogene Beiträge natürlich in dem Newsletter verfasst. Dann meldet euch einfach an. Wenn du ein ganz spezielles Thema hast, schick mir eine E-Mail. Genau. Ich forsche nach in meinen Newslettern, vielleicht habe ich schon was darüber geschrieben, und dann schicke ich dir das kommentarlos. Wunderbar. Ich finde, ihr merkt schon, ihr seid wirklich in guten Händen bei Reinhard Stengel. Ja, das denke ich. Ja, ich gebe mir Mühe. Also soweit, wie wir dich kennengelernt haben, ja. Reinhard, können wir das nur bestätigen. Wir machen wirklich beide Daumen hoch. Das ist wirklich so. Ja, Reinhard, jetzt ist die Zeit schon fast verflogen. Ja, kann man ja wirklich so sagen. Unglaublich schnell, ja. Wir haben es gar nicht gemerkt. Ja. Also es war sowas von rasch, wie die Zeit doch wieder dahin geht. Was heißt, in Gesprächen, in einem interessanten Gespräch fällt einem das sowieso nicht auf. Und ich würde einfach sagen, viele von Radio Lotusblüte kennen dich schon bereits von anderen Sendungen, von deinen Radiosendungen, von deinen TV-Sendungen und werden natürlich jetzt wieder neu informiert über das neue TV, was natürlich auch wieder im Radio gesendet wird. Das ist ja das Schöne bei uns. Bei uns geht das ja nicht nur im TV, nicht nur, hört sich das an, sondern auch gleichzeitig ins Radio. Das heißt, jemand, der jetzt gar keine Möglichkeit hat, TV zu schauen, der vielleicht unterwegs ist, der kann es im Radio hören. Auf jeden Fall das Interview, das Gespräch, den Wortbeitrag und kann sich das später genüsslich dann mal vielleicht bei YouTube oder wo auch immer, wo wir es veröffentlicht haben, auf deiner Referentenseite wird auch das Video natürlich veröffentlicht oder auf deiner eigenen Seite auch, sich dann anschauen. Also es geht nichts verloren. Jeder kann, wann er möchte und wann er Zeit hat. Das ist das Schöne.
Das möchten wir natürlich auch unseren Hörern und Zuschauern immer wieder anbieten. Schön. Reinhard. Dann hätte ich noch eine Botschaft zum guten Schluss. Gerne. Für alle. Das Wichtigste in eurem Leben, aus der Sicht des Schamanen, erwarte nichts von niemandem. Werte nicht, urteile nicht und verurteile nicht. Und dann gibt es noch einen ganz interessanten Satz, wenn du mal mit jemandem diskutierst und ein Streitgespräch führst, merke dir diesen Satz. Ich gebe dir recht mit deiner Sichtweise. Meine ist eine andere. Wunderbar. Ich wünsche euch einen wunderschönen Ausklang, Tag, Abend, Morgen, was auch immer. Mich hat es sehr gefreut, hier sein zu dürfen. Also ich Vielen Dank für das tolle Gespräch. Absolut, es war so schön, wieder das Gespräch mit dir zu führen. Ich kann immer sagen, ich sage gar nicht mehr Interview, es ist ein Gespräch. Und so soll es auch sein. So vieles raus und ich finde es einfach toll. Die letzten Worte, wunderbar, ich werde es mir merken und ich werde da auch nochmal etwas zu verfassen, weil ich liebe solche Sprüche, ich finde das einfach herrlich. Ja, Dankeschön. Ein liebes Dankeschön nochmal an alle Zuschauer, an alle Zuhörer. Bleibt uns weiterhin gewogen. Schaut euch um bei Reinhard Stengel. Kommt immer wieder zu RRB Lotusblüte Radio und TV. Und wir wünschen euch allzeit alles Gute. Tschüss. Tschüss.